Schönen guten Morgen, wir haben kurz vor 8, der Servicetechniker ist unterwegs. Hab's ja gestern schon angekündigt im Brötchenhof-Livestream. Nach Freudenstadt zu meiner ersten Störung. Und ja, da bin ich jetzt mal locker Stunde 15 unterwegs bei Freudenstadt. Ist ziemlich übel zu fahren, wenig Überholmöglichkeiten durch den Schwarzwald und so weiter. Aber ich gebe Gas. Ich bin mittlerweile in Freudenstadt angekommen bei leichtem Regen und 13 Grad. Ich bin aber trotzdem kurzärmlich und kurzhösig oder sowas, wenn man das so sagen kann. Ja, weil wir haben ja Sommer schließlich. Ne? Und bei dem ersten Kunden handelt es sich auch um Geschäftskunden mit einem SDSL-Anschluss, Modem und Router. Und der Kunde meldet Totalausfall und deswegen bin ich beauftragt. Ja, der Kunde befindet sich natürlich wieder mitten in der Stadt. Höchstparkdauer 20 Minuten und ein absolutes Scheißwetter hier, ne? Wie man sieht. So, ich bin beim Kunden vor Ort. Hier haben wir das Modem. Da ist auf jeden Fall mal eine Leitung synchron und hier ist der Cisco-Router dazu. Ja, jetzt haben wir die Hardware getauscht. Router wählt sich nicht ein. Jetzt muss er die Fachgruppe drauf. Das heißt, es dauert etwas länger und ich muss jetzt ins Parkhaus fahren. Sonst bekomme ich hier nämlich ein Knöll. Ne, muss ja nicht sein. Ja, geht gleich weiter. Jo, ich bin Standby für den Remote und jetzt warte ich noch auf den Rückruf. Ja, bin schon fertig. Den Besuch hätte man sich sparen können. Ich erkläre gleich was dazu. Muss ja schon in die Tiefgarage. Ja, noch schnell eine rauchen, bevor es weitergeht. Hier regnet es übrigens immer noch in Strömen. Also echt zum Kotzen das Wetter gerade. Jo, mittlerweile sitze ich wieder im Auto und ja, ihr habt gesagt, der Besuch wäre umsonst gewesen, weil da gibt es wohl eine Großstörung und zwar ist ein Eingangsserver vom Netzbetreiber platt. Das heißt, da können sich im Moment mehrere Kunden nicht einwählen und ja, deshalb war das eigentlich für die Katz. Ne? So, jetzt muss ich erst ein paar Telefonate tätigen und gucken, ob ich noch irgendwelche Termine bekomme heute. Ne? Mal schauen. Ja, ich stehe hier noch an der Tankstelle in Freudenstadt und warte auf den Rückruf vom Kunden. Der muss jetzt erstmal checken, ob der Router angekommen ist bei ihm, den ich dann in Betrieb nehmen könnte. Ne? Also, mal warten. So, mittlerweile habe ich noch ein paar Dinge geklärt und bin jetzt unterwegs zum Kunden. Und zwar bekommt er keinen neuen Router, sondern einen Bestandsrouter, bekommt ein Leitungsupdate von 100 auf 200 Mbit und noch Telefonie zusätzlich. Und da bin ich jetzt unterwegs nach Kirchentellensfurt, das ist so ja, Bereich Reutling.
So, mittlerweile bin ich in Kirchen-Tellingsfurt eingetroffen. Es hat tatsächlich mal aufgehört mit Regnen. Ja, ist es die Möglichkeit. Wir haben jetzt 18 Grad, ne? Vielleicht war meine Entscheidung für T-Shirt und kurze Hose doch in Ordnung. Mal sehen, wie es sich entwickelt. Ja, wie gesagt, jetzt geht es hier um einen Router. Der Kunde bekommt ein Upgrade von 100 Mbit auf 200. Und ja, inklusive Sprache, und bin ich vor Ort. So, ich bin beim Kunden vor Ort. Da sieht es relativ aufgeräumt aus, ne? Schon viel Schlimmeres gesehen. Und wo ist er? Ja, der da unten. Das wird der entsprechende Router sein. Der kommt jetzt auf eine andere Leitung. Dann wird hier wahrscheinlich noch Telefonie in Betrieb genommen. Und dann schauen wir, ob alles funktioniert. So, erledigt. Und ja, ich muss mich jetzt beeilen. Ich konnte jetzt wenig filmen, weil da war jetzt ganz genau ein Mitarbeiter da, der hier die Stellung hält sozusagen. Alle anderen sind im Homeoffice. Und der wollte jetzt Mittagspause machen und hat mehr oder weniger ein bisschen gedrängelt. Aber ich habe jetzt auf jeden Fall die neue Leitung an dem Router in Betrieb genommen. Wir haben noch einen Voice-Test gemacht. Das heißt, ich habe jetzt gerade vorher noch den Argus 300 benutzt als Softphone sozusagen, nicht Softphone, als IP-Phone. Hab da alles eingerichtet, hat auch wunderbar geklappt. Und ja, das müsste es eigentlich schon wieder gewesen sein heute. Jo, das war ein kurzer Arbeitstag heute. Jetzt habe ich nichts Aktuelles mehr. Ist jetzt aber auch nicht ganz so tragisch, weil ich bin heute Abend noch auf dem Geburtstag hier in der Nähe. Und ja, morgen habe ich noch ein bisschen was. Muss natürlich meine Bude noch auf Vordermann kriegen. Und der Umzug steckt mir ganz ehrlich auch noch in die Knochen. Mir tut immer noch alles weh, weil das war echt schon heftig. Aber jetzt ist alles soweit in Ordnung und jetzt müssen nur noch die Feinheiten gemacht werden, dann ist alles super. Ja, ich denke, heute könnte es mal reichen für den TikTok. Ansonsten gibt es morgen wieder ein bisschen was zu tun. Ich wünsche allen einen schönen Tag und bis dahin. Wow, bin ich jetzt satt. Ja, das heißt erstmal morgen früh wieder joggen, und zwar das erste Mal im Stadtpark. Ich hoffe, dass das Wetter mitmacht, ne? Und muss dann erstmal gucken, wie lang eine Runde ist, damit ich so wieder auf meine 10 Kilometer komme. Ne?